Hallo und herzlich willkommen zu Landfischer Simulator Hardcore, wieder mit Dennis. Hallo. Ja, wir wollten ein bisschen über die Add-ons sprechen, die jetzt bald im September rauskommen. Und ja, erstmal dieses Hänger-Add-on, wo es dann ein paar, ich glaube, Mischstreuer, einen normalen Anhänger und sowas gibt. Erstmal, was meinst du dazu? Kaufen, ja, kaufen, nein? Das eher nicht, denn eigentlich, ja, die Hänger, die bringen nichts, finde ich. Das ist halt. Da Ich gibt es kann auch einfach. Mods, ne? Zum Wenn es Beispiel Hänger. unbedingt sein muss. Aber viel ist da jetzt nicht dabei, bei DLC und dann ja das Marshall Und dann ist Trail. es wahrscheinlich relativ teuer dafür, dass es nur Anhänger sind. Ja, 5 € für hier einen Ballenwagen, einen Kipper, der eigentlich auch kein großer Kipper ist, würde ich sagen. Miststreuer, noch ein Miststreuer und noch ein Güllefass, alles kleinere. Nicht sehr schön texturierte Geräte, Ja, dann beziehungsweise ist das ja, die eigentlich wirken halt nichts, ne? irgendwie so ein bisschen so fiktiv schon fast, weil einfach, ich weiß auch nicht, die wirken zu gemalt. Die zum Teil sind die Farben einfach so komplett gleichbleibend, als wenn man das einfach, wie gesagt, nur eine Farbe eingefügt hat. Ich finde, das sollten ein paar Gebrauchsspuren und sowas. Farbunterschiede macht es halt einfach aus. Ja, auf jeden Fall. Das sieht man auch immer wieder bei den guten Mods, dass die mit, ja, so ein bisschen Verschleiß schon haben. Die sehen einfach ein bisschen. Die passen besser zum Spiel, dieses ganz saubere, das passt irgendwie nicht. Ja, das wirkt einfach wie gestrichen schon fast, wie einfach nur Ja. angestrichen und dann nie benutzt. Wie einfach so wie mit Paint, so mit dieser Farbtopf da eingefärbt. So sehen teilweise Texturen aus, wenn die so sauber sind. Ja. Aber auf jeden Fall sage ich mal, ich werde mir irgendwann auch eine Gold-Edition vom Landfischer Simulator 13 holen, wenn die dann kommt, wo dann alle DLCs drin sind. Aber ich bin nicht bereit, für Ursus da irgendwie 15 € auszugeben oder ich weiß nicht, was die Hänger kosten. Wahrscheinlich auch nicht zu wenig. Ich schätze mal mindestens 5 €. Ja. Und das sind mir ein paar Anhänger nicht wert, wo ich mir wahrscheinlich coolere Sachen, so Krampe Bandit oder sowas, die kann man ja mittlerweile schon auf Modhoster kriegen, die echt cool sind. Und ich Weil glaube, da hole gerade ich mir sowas, hier, so, lieber sowas. ich sag mal so Marshall, wer kennt das schon so ungefähr, ne? Also ich kann Gerade es nicht. hier, ich auch nicht. Die wird es vielleicht irgendwo geben, wahrscheinlich irgendwo Richtung. Vom Namen her irgendwo im englischsprachigen Bereich, wahrscheinlich auch Amerika, aber na, kommt es nicht. Das ist dann, ja, gehört eigentlich so fast wieder zur Richtung DLC, was uns eigentlich auch schon wieder zum neuen DLC bringt. Was hältst du denn von dem? Ja, du meintest das USA? Genau, also das Große, sage ich mal. Mit der neuen Map Das. und neuen Schleppern und neuen Dreschern und alles. Ich meine, ich habe mal irgendwo online gesehen, dass man es bei Media Markt für 20 oder 25 vorbestellen konnte. Aber gerade auch im Trailer, in so einer Analyse habe ich, meine ich, gesehen, jetzt soll wohl 14,99 werden. Und allein schon aus dem Grund, man hat halt gerade USA, die momentan finde ich auch sehr interessant da bei Landwirtschaftssimulator, sonst hätte ich ja auch nicht auf USA gespielt oder spiele ich ja auch. Von daher, auf jeden Fall, ich würde sagen, man kann es empfehlen. Die Map sieht, soweit was ich da gesehen habe, sehr gut aus. Ja, vor allen Dingen ist Gut. es eine Map, die wieder überall laufen wird. Also jeder PC, der vorher Landwirtschaft Simulator geschafft hat, wird auch diese Map schaffen, auch wenn der jetzt keine Mod-Map schafft. Das sehe ich da wieder als Vorteil. Und von daher, also auch gut, der Case-Drescher, muss ich sagen, ist nicht schlecht, so die allgemein, die Case-Schlepper, Ja, weil der finde Deutsche finde ich ich. ehrlich gesagt ziemlich hässlich mittlerweile. Deutsch Irgendwie und benutzt Case. alles nur die 77 Teratrack-Dinger. Na gut, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich bald den 87 nehmen, dann mal gucken, aber ich habe ja noch zwei 770 Teratrack, mal gucken, was ich damit mache. Ja, verkaufen oder behalten, ist die Frage. Vor allem finde ich bei der Masse an Feldern, die ich habe momentan zum Dreschen hab ich ein Feld. 8 Hektar braucht man eigentlich keine zwei Drescher. Ist natürlich nicht schlecht, Obwohl aber. 8 Hektar ist schon heftig wieder, oder? Das Mehrzfeld 40 auf einer Standard-Map. Das hat, glaube ich, 5. Das kann sein, oder? Nee, das hat doch mehr. Ich glaube, das hat 5 oder 5,5 irgendwie. Ich meine, das hat mehr. Ich kann da ja auch gerade mal gucken. Nee, aber so ist das schon. Da ist halt aber noch ein relativ kleines Feld. Ich glaube, das größte Feld ist da auf der Karte irgendwie, ich glaube, fast 15 Hektar. Das wird eins, ich glaube, 14,72 oder sowas, oder 7,9. Das heißt, das wird genau den Preis auch halt ungefähr
beziehungsweise was heißt den Preis kosten. Also man kann sich's hochrechnen, weil ein Hektar kostet genau 100.000. 100.000, okay. Also das Doppelte wie im anderen, im auf Original-Map. Ja. Bei Australien sind die Länder auch unglaublich teuer. Es gibt ja auch diese Australien-Map, die ähnlich wie die USA-Map ist. Und ich glaube, da bezahlst du für das größte Feld 8 Millionen oder so. Also, das ist ordentlich, ja. Aber dann hast du auch, ich weiß nicht, wie viel Hektar. Also die Felder sind nochmal ein ganzes Stück größer als auf der USA. Und die USA ist eigentlich schon groß. Ich habe auch eine Map mal irgendwann gesehen, die war zwar nicht ganz so toll, aber da waren die Felder dann, ich glaube, 100 Hektar aufwärts oder sowas. Das größte war irgendwie 250 Hektar. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen, irgendwie, dass die gesamte Karte 4000 Hektar oder so. Hat die, glaube ich, angegeben. Also das finde ich dann aber auch schon ziemlich viel. Das ist für meinen Geschmack schon zu viel. Das möchte ich nicht mehr spielen. Aber sonst diese Map hier mit den 250 Hektar, das wäre doch was. Dann gibt es denn so eine 100 Hektar Dingen da und eine 3-Meter-Sämaschine, zwei Stück. Dann können die loslegen. Dann haben sie Spaß, die jungen genau. Leute. Ja, aber mit einer 15 Meter bist du lange dran. Nur 15 Meter. Naja, ich glaube, wenn ich an das Add-on denke, dass ich mir das definitiv holen werde. Ihr könnt das ja auch mal in die Kommentare schreiben. Weil ganz einfach eine neue Map auf jeden Fall neuen Spaß reinbringt. Die Case-Schlepper finde ich jetzt... nee. Ich fand man kann sich den Case-Drescher kann man sich geben und vor allem... den Drescher auf jeden Fall, aber die Schlepper, ich finde, die sehen so unförmig aus. Weiß nicht. Das ist so eine Mischung aus John Deere und New Holland. Dieses Runde, was so ein bisschen New Holland-mäßig ist. Und dann dieses John Deere mit der langen Schnauze. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Nee. Beide Marken alleine sind nicht schlecht, finde ich jetzt zumindest. Aber die Mischung die geht New nicht. Auch die New Holland, finde ich, sehen recht gut aus, aber die Mischung, ne. Die aber Mischung ist irgendwie, das sieht so komisch aus, dieses Ding da. Ja, ihr könnt ja mal gerne im Trailer gucken, wenn ihr hier mal nebenbei könnt. Auf YouTube findet man den ja auch ganz einfach, den zum USA-Add-on. Und ja, was mich am meisten, glaube ich, interessiert, ist dieser Wowtrain. Der ist echt so ein schönen, wie heißen die, einen schönen Schlepper nicht, also ein Truck halt. Genau, man kann große Sachen gut transportieren, es sieht schick aus und man hat natürlich auch eine Möglichkeit, mehr Geld auszugeben. Und was auch noch interessant wird, wir haben ja bei Landwischer Simulator 2013 diese ganzen regenerativen Energien mit, Windräder mit Solarzellen und den ganzen Kram da. Und da gibt es dann, glaube ich, ja so Ölpumpen, ne? Genau, Ölpumpen soll es wahrscheinlich geben und Windräder, aber halt so Mexiko-Style, sage ich mal. Also so klapprige Dinger da und nicht solche Hightech-Windmühlen. Ja. Und das finde ich verdammt cool. Ich habe übrigens mal geguckt hier. Das Feld Nummer 40 ist 12 Hektar. 12 ist das auf der Standard-Map? Ja, 12,22. Dann ist das ja gar nicht so viel kleiner als das auf der... auf der OGF, auf der USA-Map, ne? Oder was hat das größte auf der USA? Ich glaube um die 15, aber dafür sind da nur so große Felder. Ich glaube 15 Stück insgesamt, die meisten sind davon über 5 Hektar. Ich glaube, kleineres gibt's da halt gar nicht. Ah, das ist heftig. Also hier ist 1,13,7, ich bin ja gerade auf der USA. 13,7 ist Feld Nummer 4, das ist oben rechts, ist das das größte? Oder 13,4? Ich weiß es nicht. Ich meine, oben rechts ist auch wohl das größte. Oder hier ist noch eins, da kann ich mal gucken. Ich Nummer mein, 13, das sieht auch groß aus. Die stehen die Zahlen ja auch immer drin. Aber so generell, wie sieht's denn bei dir aus? Findest du, dass im Moment gute Mods kommen oder ist es eher ernüchternd? Momentan, es kamen nicht viele gute Mods, gerade auch auf der Originalseite, da ist... Auf der Originalseite ist irgendwie selten mal was wirklich dabei, was das klassische Traktoren war, absolut ein Kauf oder ein Download wert, aber sonst viele Sachen davon taugen nichts. Ich finde ja wohl den Fenhus, finde ich nicht schlecht, so einen Silierwagen haben die da, aber allein schon eben aus dem Grund, weil ich halt... weil er bei mir in der Nähe sehr, sehr viele Fenus rumfahren, halt vom Lohnunternehmen her. Von daher, aber der ist halt von der Füllmenge auch nicht so groß. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr, um die 30 Tonnen oder sowas, das ist nicht so viel.
Für einen Ladewagen oder was? Ja, für Häcksel. Ja, das größte ist 13,71. Aber ganz ehrlich, muss es denn immer viel sein? Wenn einem das Modell an sich gefällt, ist mir der Füllstand. Ganz ehrlich, ob du jetzt mit einem Big Body 500 fährst oder 900 mit 50 Tonnen oder mit den 61 Tonnen, dann nehme ich lieber den ich optisch schöner finde. Ja, dann nehme ich dann auch auf jeden Fall den Big Body, wobei ich finde momentan sogar auch hier auf der USA, ich habe erst überlegt, wenn ich den auch gerade, wo ich die ganze Gerste verkauft habe, ich glaube über 400 Tonnen war das, da habe ich mir echt überlegt, soll ich nicht vielleicht so ein Big Body oder sowas holen, aber dann habe ich gedacht, komm, ich bleib bei meinem Bull und dann bei meinem Fliegel Bull Kipper und das reicht. Ja, ich muss echt sagen, für die USA-Map würde ich aber auf jeden Fall auch einen Truck holen. Mit ja, einem Auflieger. Ich habe auch schon einen gesucht, habe auch einen gefunden, aber irgendwie hat der nicht richtig funktioniert. Da muss ich nochmal gucken. Ich kenne da einen Kenwolf K100 oder sowas. Mhm. Der läuft auch, den habe ich. Und dazu so einen riesigen, ich glaube 65 Tonnen oder so, und du kannst mehrere hintereinander hängen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da ist dann sozusagen so ein Sattel und da hinten ist nochmal so eine Aufnahme für einen neuen Genau, Sattel. Das sind halt die Wow-Trains aus Australien. Ja, weil so einen habe ich nämlich, an sowas habe ich auch gedacht, weil ich habe nämlich gedacht, dann schön so ein Riesenfeld, zwei Drescher, da bist du, ich weiß nicht, bist du zu viert und dann einer halt in den Truck drin vielleicht oder machst du noch ein paar Sachen, einer mit einem Überladewagen, weil du kannst bei so einem Truck ja nicht über das Feld fahren, ne? Ne, das geht dann nicht. Vielleicht zwei, die dreschen, das ist bestimmt richtig geil, deswegen, das muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Das kann auf jeden Fall Sinn machen. Ich fahre gerade John Deere 9400. Aha. Da habe ich einen richtig geilen Mod gefunden. Der ist ein bisschen wenig umfangreich, aber als Schlepper, ich sag mal für so eine 15 Meter Condor oder für eine 8 Meter Grubber, ist der perfekt, finde ich. Der federt sogar mit so ein bisschen. Auch nicht schlecht. Gefedert ist der ist gut, der ist nur ein bisschen, sage ich mal, wenig umfangreich. Ja. Aber an sich ist es halt ein gutes Modell. Und wenn wir auch vielleicht auch nachher noch bei mir aufnehmen, dann, ich habe nämlich jetzt mittlerweile dann, glaube ich, einiges zu tun. Wir haben noch ein paar Meter Mais, aber dann danach habe ich 5,36 Hektar Gras gesät. 5,36 Hektar. 5 Hektar Feld, das ist Gras. Und dann, Gras. Aber du hast den M, ne? Ja, den Big M, klar. Ja, damit reißt er ja auch in einer halben Stunde durch, oder? Krieg ich ja wohl. 10 Hektar die Stunde kriegt er, glaube ich, gebacken. Weil, das war halt so, ich habe eine Feldauktion gehabt, das ist jetzt zwar ein bisschen Spoilern, aber ich habe halt eine, beziehungsweise ich habe vorher auch schon mal eine Feldkaufauktion gehabt, jedenfalls bin ich auf die nächste dann eingegangen, musste dafür, ich glaube, habe ich 12 Tonnen noch in die BGA reingekippt von meinen Mais, weil sonst hätte das nämlich nicht mehr gereicht, ich habe das für 200.000 aufgenommen. Die müssen auf jeden Fall zurückgezahlt werden, auf so einem Spielstand mit Schulden geht gar nicht. Ja. Jedenfalls müssen die so schnell es geht wieder zurückbezahlt werden, deswegen ein bisschen was machen. Jedenfalls, da war halt eine Auktion da habe ich es für die Hälfte bekommen. Ja, also jetzt kann ich ja auch mal erzählen, ich glaube in diesem Video hier, das müsste passen, da haben wir eine Feldauktion gekriegt. Und zwar ist das mit das größte Feld auf der Tour Wars Map oder halt ein großes Feld, sag ich mal. Und das haben wir relativ günstig dann auch erstanden. Ist ja und nicht zwar, schlecht. Ich glaube, für 150.000 und es hätte 250.000 gekostet. Also, da haben wir schon wirklich gut gespart. Dafür haben wir dann auch wieder Kredit aufgenommen. Ich hatte den ja komplett schon auf hart zurückbezahlt. Habe ich gehört, ja. Und dann habe ich mich halt, weil bei dem Preis, da lohnt sich dann echt nochmal die Kreditrate. Mhm. Wenn du dir überlegst, dass du 100.000 sparst, da, wenn wir nicht ewig mit dem Kredit rumpampeln, dann lohnt sich das, den nochmal aufgenommen zu haben. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, jetzt geht's mal so richtig voran, mal wieder. Ja, wie ist überhaupt mit dem Part, muss ich jetzt gerade mal so fragen. Der Part, der ist gleich vorbei. Wir haben noch so eine halbe Minute ungefähr. Ja, dann gut, aber wie gesagt, also es geht bei mir auch gut voran. Ein bisschen noch, also wie gesagt, wenn wir das Feld mit Gras einmal durch haben, dann kaufe ich Kühe. Okay. Muss nur Geld dafür kriegen, weil sonst... Ach ja, das brauchst du ja auch noch. Naja, am besten Kredit zurückbezahlen und das Geld kriegen. Also, ja gut, Raps macht man dann ein paar Mal, dann hat man's, ne? Ja, da musst du dann doch noch eine Weile, also gerade du musst dann ja doch schon mit 200-300 Kühen direkt anfangen, oder? Da bist du schnell eine halbe Million los, wenn du das mal so überlegst. Deswegen, ich werde einfach mal so viele Kühe kaufen, wie ich gerade Geld über habe. Fertig.
Ach so, ja, das ist natürlich auch eine Lösung, aber denn du brauchst halt schon dreistellig Kühe, damit sich das lohnt, dieses ganze extreme Experiment. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Wir müssen uns beeilen. Ja. Ich sehe gerade, die Zeit ist, glaube ich, sogar schon drüber und ich sage tschüss, bis zum nächsten Part. Tschüss.